Die Eltern füttern ihren Nachwuchs mit einer ölhaltigen Fischsuppe, die so reichhaltig ist, dass die Jungen damit bis zu einer Woche auskommen. Das Meer rund um die Galapagos gehört zu den fischreichsten Gewässern. Und das ist der Grund, dass es hier besonders viele Seelöwen und andere Meeresbewohner gibt. Wir wollen die Seelöwen nun in ihrem Unterwasserreich besuchen. In Ufernähe, am Standort des Harems, kann das gefährlich werden. Die Bullen halten auch Menschen für Rivalen und sehen sie nicht gern in der Nähe ihrer Weibchen. Aber David, unser erfahrener Führer, kennt einen Platz, wo wir wenig zu befürchten haben. Bald erleben wir ein faszinierendes Unterwasserballett. Das Ankerseil ist ein willkommenes Spielzeug. Tauziehen mit zweibeinigen Besuchern. Immer wieder dichte Fischschwärme. Ein Stachelrochen. Da muss man auf der Hut sein. Dracula am Meeresgrund. Im Hafen der Insel Santa Cruz. Wir besuchen Karl Angermeyer, einen der ersten Siedler von Galapagos. Hallo Karl! Hallo! Schön, wieder mal hier zu sein. Wie geht's? Alles gesund? Ja, prima. Wunderbar. Von mir darf ich dir meine Freunde vorstellen. Guten Tag, Angermeyer. Guten Tag. Hier sagt man wohl nach Tarnet. Ja, wohl nach Tarnet. Ja, das ist unser Kämpfe. Kapitän. Ja, klar. Ja. Und wie geht's sonst? Gut? Prima. Ah, oh, Mensch, ja. Ganz anders heute, genau wie früher. Weiß Gott, deine enorme Veränderung. Ungeheuer. Ja, du sag mal, mein lieber Karl, interessiert natürlich vor allem meine Freunde. Wann bist du eigentlich hierher gekommen? Hombre, das ist eine lange Geschichte. Das ist 1937 kam wir an. So lange? Hombre, viele Jahre. Wie wir ankamen, war gar nichts. Waren 26 Leute. Heute? Heute sind es, glaube ich, 4.500. 4.500. Alles war noch wild und gut, aber wir haben es gern gemacht, wir Brüder. No, alles do it yourself. Ärzte gab es nicht, kein Hospital. Krank wurden durften wir nicht. No. Aber es war interessant und gutes Leben. No. Wunderbar. Heute hat sich ein bisschen verändert. Haben wir uns auch geheiratet in der Zwischendurch. Ne? War auch alles war sehr interessant. No? Und wie gesagt, ich lebe ja nicht alleine hier.
Richtig, du hast ja hier die Lipse mit deinem... Ich lebe jetzt mit 120 Babys, habe ich. Wunderbar. Oh, können wir die mal sehen? Nochmal. Ja, die kommen da oben. Ja, ich muss erklären, Wunder, hier haben wir sie. Unsere Mitbewohner, unsere meine Babys, wie sie nennen. Ja, die waren ja lange bevor wir hier schon auf diesem Platz. Ne? Wir haben uns angefreundet und haben uns dann das Haus geteilt. Die Leguaner leben aufs Dach und wir leben innen. Ja, ich habe sie auch einen Namen gegeben, alle. Mein Neffe, da war mein Baby, der konnte nicht Iguana sagen. Der sagte Anna, Anna und heute heißen sie alle Anna. Ich wollte sie aber rufen. Komm, Aber beißen sind nicht, nein. Hier oben ist das dritte Auge, wie man sagt. Aha, da spritzen die das Salz nein, da nicht. Die sind durch die Nasen. Ne? Aha, ja. Na, das ist ungefähr so 4 Jahre alter junge Bursche. Ist ein junger Mann. Ja. Die hauten sich jetzt. Die sind ganz rot und grün. Ne? Ja. Und kann man das sehen, ob das ein Männchen ist hier? Weil ich sehe, weil dann der Kreste. Nennt man den Kamm. Ja. Und der Kopf selbst kann ich ihn sehen. Ah, ja. Da merke ich das. Und vor allen Dingen, wenn sie kämpfen. Die männlichen Tiere, wenn die kämpfen, die hauen ja die Köpfe zusammen wie so ein Bulldozer. Fantastisch. Ja. Die Bolzmann, sie heißen alle Anni. No? Hier sieht man die enormen Krallen, mit denen sie den Felsen fest. Also sogar unter Wasser. Die gehen steile Wände rauf und runter. No? Nimm du ihn mal lieber wieder jetzt her. Ja, setz ihn mal wieder runter. Okay, ja, no? Jetzt zum Beispiel, wenn ich darauf stelle, den Reispott, dann werden auf den Reis lieben sie gerne. Reis noch mehr wie Brot. Ja. Denn sie haben ja früher von unseren Hunden und Katzen das Fressen gestohlen. Da haben sie es gelernt, denn man wusste mal gar nicht, dass die Tiere Reis fressen. Ja. Beutzmänner, wenn sie alle da sind, 120, auch alle zusammen, dann hat sie gesagt, please stop calling. Die 17. mehr kommen sollten nicht mehr. Die kamen runter vom Dach gesprungen. Wir sind heute etwas schon gut gefüttert, denn sie haben sich selbst das Fressen geholt. An der Küste, ne? Denn heute Morgen war Ebbe. Ja, sagen Sie mal, Herr Angermeier, wie sind Sie denn damals eigentlich hier nach Galapagos gekommen? Tja, das ist eine lange Geschichte, aber ich will es kurz machen. Wir waren 5 Brüder. Wir lernten einen Kapitän kennen, der war 1926 auf Galapagos. Ja. Und der erzählt uns von diesen verwunschten Inseln. Oh, sagt der Jungs, ist wunderbar, schönes Klima, da müsst ihr hin. So war der Anfang, der Captain wurde gefreut von den Eltern. Und dann ging es los. Der Vater und Mutter wollten, dass die Jungs raus. Mutter gab und Anweise, wer am Schiff ist und so weiter. Wir waren 5 Brüder. Ne? Ja. Und dann 1935, am 9. Juni, wurden die 5 Brüder. 2 Hunde, eine Katze und noch Hein, der Else war Kunstmann, der war angeflogen. Dann ging es. Als die Brüder Angermeier nach Galapagos kamen, war die Insel Santa Cruz das bevorzugte Siedlungsgebiet. Diese erdgeschichtlich wohl älteste Insel des Archipels hat ausreichend Trinkwasser und im vegetationsreichen Bergland bot sich die Gelegenheit für Pflanzungen und Viehzucht. Hier wächst ein Kaffee von besonderer Qualität. Außerdem werden Kartoffeln, Mais, Melonen und Orangen angebaut. Schon in früher Zeit wurden von Piraten und Walfängern Schweine, Ziegen, Hunde und Katzen nach Galapagos gebracht, die hier verwilderten und der einheimischen Tierwelt viel Schaden brachten. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um die riesigen Elefantenschildkröten zu suchen, die dem Archipel den Namen gaben. Galapagos ist das spanische Wort für Schildkröte. Einige Flächen im Hochland werden von Siedlern als Viehweide genutzt. Bald sind wir in urwaldartiger Wildnis. Das Buschwerk wird immer dichter. Von den Stämmen und Zweigen der Bäume hängen Moose und lange Bartflechten. Dann kommen wir in einen Wald von Skalesia und Pisonia-Bäumen.
Wir sind nur 200 Meter über dem Meeresspiegel. Aber hier fällt das ganze Jahr hindurch Nieselregen. Ausreichend für die üppige Vegetation und ausreichend für das Wohlbefinden der Elefantenschildkröten, die hier noch in größerer Zahl vorkommen. Nach 2 Stunden Vormarsch stoßen wir auf die erste Elefantenschildkröte. Über das Alter dieser Reptilien gibt es recht unterschiedliche Meinungen. Manche glauben, dass sie an die 200 Jahre alt werden. Voraussichtlich ist das Höchstalter 100 Jahre. Auch das ist genug, zumal wir kein Tier kennen, das länger lebt. Wir wollen die Schildkröte näher untersuchen. Wollen wir mal messen, wie lang sie ist. Ja. Bitte nach links. Mehr. Oh, nein. Nochmal nach. 146 Zentimeter. Na, ich glaube, die ist ungefähr 70 Jahre alt. Also gutes Mittelalter. Jetzt wollen wir noch mal feststellen, ob es Männchen oder Weibchen ist. Hallo, Sid. Come help us, please. Ja, ja. Now I think we have to come this way. Go to the hip and boys. Hi, yup. Up. On. Chuck. On. Yui. Ja. Na. Na, siehst du es? Was ist es nun? Siehst du es? Eine Schüssel. Warum denn das? Eine Schüssel. Ja, damit er nicht bei der Liebe runterpurzelt. No, let him go. Heute ist der ganze Inselarchipel Nationalpark, mit Ausnahme der von Menschen besiedelten Gebiete. Natürlich kommt es vor, dass die Riesenschildkröten in Grenzzonen die gleichen Weidegebiete nutzen wie die Kühe der Farmer. Elefantenschildkröten sind reine Vegetarier. Sie leben nicht nur in den höheren, feuchten Gebieten, sondern auch in der Trockenzone der Küstengebiete. Oft müssen sie viele Wochen ohne Wasser auskommen. Sie zehren dann von den Fettmassen, die sich in ihrem Körper gespeichert haben. 100 Gramm Fett liefert bei der Verbrennung im Körper immerhin 107 Gramm Wasser. Am Nachmittag finden wir eine besonders große, an die 100 Jahre alte Elefantenschildkröte. Ist doch eigentümlich, dass diese urtümlichen Tiere bis in unsere Zeit überlebt haben. Naja, wenn man bedenkt, im 17. Jahrhundert kamen die Seeräuber nach Galapagos, dann kamen die Walfänger. Zu Hunderttausenden hat man Elefantenschildkröten auf die Schiffe geschafft. Denn man hatte erkannt, dass ihr Fleisch so lecker, so verdaulich ist, also delikater als Philly Beefsteak. So fett, dass man weder Butter noch Speck brauchte für die Zubereitung. Und das ausgelassene Öl dieser Elefantenschildkröten soll wirklich eine unübertreffliche Delikatesse gewesen sein. Und das hat nun dazu geführt, dass man also ganz scharf auf diese Tiere war, zumal es damals ja keine Kühlschränke auf den Schiffen gab. Und wie hat man die gefüttert? Na, stell dir mal vor, man fand heraus, dass diese Kolosse ein Jahr ohne Futter und ohne Wasser überleben können. Also ideale lebende Konserven. Nun wollen wir uns freuen, dass sie hier noch überlebt haben, dass dieser einmalige Galapagos-Archipel Nationalpark geworden ist. Also die beste Schutzmaßnahme, um diese lebenden Fossile zu erhalten. Ja. Als ich vor 25 Jahren nach Galapagos kam, fuhr ich auf dem Cristobal Carrier, einem alten Frachtschiff, das 2-mal im Monat zum Archipel fuhr, um die wenigen Siedler zu versorgen. Damals konnten nur wenige Touristen mitgenommen werden. Heute fliegt 5-mal in der Woche ein Jet mit 200 Passagieren zum Archipel. Galapagos ist eine weltberühmte Touristenattraktion geworden, aber die Nationalparkverwaltung leistet vorbildliche Arbeit. Sie hat den Tourismus fest im Griff. Eine besondere Attraktion sind die Gehege der Darwin Foundation auf Santa Cruz. Hier werden von Wissenschaftlern verschiedene, teilweise sehr selten gewordene Inselrassen der Elefantenschildkröten gehalten und zur Fortpflanzung gebracht.
Der Besuch der Touristen kann die lebenden Fossile, deren Vorfahren schon vor 100 Millionen Jahren zu Füßen der Dinosaurier weideten, nicht aus der Ruhe bringen. Vor 50 Millionen Jahren waren diese Giganten übrigens in ganz Amerika, in Indien und auch bei uns daheim in Europa zu Hause. Dann wurden die schwerfälligen Tiere mit dem Aufkommen fleischfressender Raubtiere dezimiert und schließlich vom Menschen fast ausgerottet. Erwachsene Riesen, wie wir sie hier in der Station bewundern, sind heute vor jeder Nachstellung sicher. Sorgen bereitet immer noch der Nachwuchs, weil es überaus schwierig ist, vom Menschen eingeführte Feinde, vor allem die Ratten, so kurz zu halten, dass Gelege- und Schildkrötenbabys verschont bleiben. Hier liegt noch eine große Aufgabe vor der Darwin Foundation. In den Gehegen auf Santa Cruz ist es in den letzten Jahren erfreulicherweise gelungen, Inselrassen, die kurz vor dem Aussterben standen, zu vermehren. Hier ist die für Besucher zugängliche Aufzuchtstation seltener Inselrassen. Wie wir aus dieser Übersicht entnehmen, waren Elefantenschildkröten früher auf 10 der 16 Galapagos-Inseln in großer Zahl verbreitet. Nur auf 3 Inseln sind sie heute noch in größeren Mengen vorhanden. Auf den anderen Inseln sind sie so selten, dass man erst nach langem Suchen noch einige wenige entdeckte, so die letzten Riesenschildkröten der Insel Hood, die hier in der Darwin Station vermehrt werden. Wir besuchen Dr. Günther Reck, Leiter der Darwin Station auf Santa Cruz. Die Jungtiere sind nummeriert und über jede Schildkröte wird Buch geführt. Sie werden regelmäßig gewogen, um ihre Gewichtszunahme unter Kontrolle zu halten. Auch das Körperwachstum wird registriert, bis sie schließlich so weit herangewachsen sind, dass man sie im Freiland aussetzen kann, und zwar jede Inselrasse auf ihre Insel. Ich glaube, das ist hier ein guter Platz. Wollen wir doch mal schauen. Wir haben ja eben gerade bei Ihnen die kleinen Kerle gesehen, Herr Dr. Reck. Die waren knapp ein Jahr alt. Ja, etwas weniger. Und der Bursche hier, den Sie jetzt in die Freiheit entlassen wollen? Jahr 1979 von der Insel Española. Oh ja, darf ich mal sehen. Man kann, glaube ich, hier erkennen, dass es ein Weibchen ist. Nee, das ist noch nicht leicht erkennbar. Ja. Das wird erst erkennbar, sobald die etwa 20 Jahre alt sind. Dann wird der Geschlechtsdimorphismus erst deutlich. Denn dann entwickeln die Männchen eine Höhle, Konkavität hier, die bei der Population mit den Weibchen Männchen. Ja. Das heißt, mit 20 Jahren werden die erst geschlechtsreif. Etwa, das ist bisher noch nie genau festgestellt worden. Ja. Das ist die Untersuchungen hier, die sind ja noch nicht länger als 20 Jahre alt. Das heißt, die ersten Schildkröten, die sind vor jetzt fast genau 20 Jahren markiert worden. Ja. Nun, die Babys, die wir eben gesehen haben, nicht mal ein Jahr. Diese Schildkröte 5 Jahre alt. Das ist also erstaunlich, in 4 Jahren, welch enormes Wachstum. Und das ist, glaube ich, jetzt die größte Sicherheit, die Sie erzielen können, diese wertvollen, seltenen Inselrassen bei sich möglichst zu züchten, sie so groß werden zu lassen. Wenn Sie sie jetzt hier in die Wildnis entlassen, kann nichts mehr passieren. Da kann dann nichts mehr passieren. Nun, dann lassen wir den Knaben mal in die Wildnis und wünschen ihm alles Gute, dass er nun frei von natürlichen Feinden heranwächst, mit 20, 30 Jahren eine Frau findet, falls es ein Mann ist, und dass diese herrlichen lebenden Fossile auf diese Weise möglichst alle noch existierenden Inselrassen eine Überlebenschance haben. Ein wundervolles, überzeugendes Projekt, für uns alle sehr beeindruckend, Herr Dr. Reck, was hier diese Darwin Station gerade in der Rettung der Überlebenschancen dieser herrlichen Tiere leistet. Doch nun zu kleinen Vögeln, die weltberühmt wurden. Darwin-Finken. Diese spatzenartigen, unscheinbaren Vögel, die führten vor 100 Jahren zu einer Sensation. Nachdem mich Charles Darwin an den Elefantenschildkröten erkannt hatte, dass von Insel zu Insel andere Rassen entstanden waren, dann merkte er an diesen spatzenartigen Vögeln aber erst daheim in seiner Studierstube, an seiner Balksammlung,
dass diese Vögel sich wohl äußerlich sehr glichen, dass sie aber ganz unterschiedliche Schnäbel haben. Es gab also Vögel hier mit spatzenartigen Schnäbeln. Manche haben die Schnabelform des Stars oder sogar den mächtigen Schnabel des Kirschkernbeißers. Und da ging Darwin ein Licht auf. Während man früher glaubte, dass die Tiere unverändert aus der Arche Noah entlassen wurden und bis heute sich unverändert erhalten hatten, oder wie die Dinosaurier ausstarben, da merkte er, dass also verschiedene unterschiedliche Tierarten auf Erden entstehen können. Für uns heißt es Abschied nehmen von Galapagos. Die Südsee wartet auf uns und mit ihr neue Inseln von anderer Schönheit und Eigenart. Doch zuvor muss die Aspasia gut 3000 Seemeilen überwinden. Musik.